Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video über die Titanic. Und zwar soll es heute mal grober um das Thema Mr. William Murdoch gehen. Und zwar ist Mr. Murdoch auf diesem Bild, was ich euch jetzt gerade einblende, der ganz, ganz links steht, der etwas weiter von den anderen drei Personen absteht, ist Mr. William Lickmeister Murdoch. Dann haben wir die drei anderen Personen, das ist der zweite Offizier, Mr. Lightoller, der von den drei Personen in der Mitte steht. Und der andere ist der dritte Offizier. Und der mit dem Vollbart ist der Kapitän gewesen, Edward Smith. Und ja, Freunde, heute soll es um das Thema Mr. Murdoch gehen. Und zwar wurde Mr. Murdoch 1887 in London geboren. Er gilt als einer der bescheidensten Menschen auf der Titanic. Der leider auch zum Untergang beigetragen hat, aber auch sehr viel Gutes getan hat. Seine Eltern haben auch schon Seefahrt, waren auch schon so auf Seefahrtschiffen unterwegs und schlug halt den gleichen Berufsweg ein. Aber es führte leider zu, dass die Titanic dann am 15. April 1912 sank. Weil er das falsche Steuermanöver eingelegt hat. Er hat nämlich die Maschinen zurückfahren lassen und hatte versucht, am Eisberg so auszuweichen. Ja, genau das war der Fehler. Denn man hätte lieber besser auf den Eisberg hinzufahren können, also mittig rauffahren können, weil dann hätte der Eisberg auf jeden Fall lange, lange nicht so viel Schaden bekommen, wie er es halt bekommen hat. Nachdem das Ganze passiert war, hat dann der liebe Mr. Murdoch versucht, die Schotten zu schließen, was er dann auch geschafft hat. Dabei sind natürlich auch sehr, sehr viele Menschen gestorben. Sehr viele Heizer, die halt dort für die Titanic gesorgt haben, dass da halt das Licht anblieb und so. Und hat halt die Schotten dann dicht gemacht. Und nachdem die Schotten dicht gemacht wurden, haben sie dem Kapitän Bescheid gesagt und die übrige Geschichte. Nachdem das Ganze dann passiert war, hat dann Mr. Murdoch die Rettungsflugklage gemacht, Frauen und Kinder zuerst, hieß das Kommando. Aber Mr. Lightoller war bei der Regelung irgendwie strenger und deswegen konnten die Männer dann alle bei ihm einsteigen, weil er das nicht so ernst genommen hatte. Und dann halt ist es halt immer weiter gesunken, das Schiff und so. Und nach den Angaben von einigen Passagieren zufolge, Augenzeugen, dann hat Mr. Murdoch zwei andere Personen erschossen, weil sie seinen Anweisungen nicht gefolgt haben. Das gilt aber eigentlich als die unwahrscheinlichste Geschichte, dass er das tat. Und er soll sich dann angeblich danach selber noch mit der Pistole erschossen haben, was ich eigentlich natürlich nicht glaube, weil das wäre ein bisschen grob gewesen, auch wenn er wusste, dass es nicht mehr schaffen wird, nachdem er sich erschossen hat. Aber leider hat er es doch getan. Wer weiß, wie die Geschichte halt in Wirklichkeit ausgegangen ist. Aber es gibt natürlich noch eine andere Theorie. Und zwar gibt es noch eine Theorie von Mr. Lightoller. Charles Lightoller. Er hat nämlich angeblich noch bei den Rettungsrouten gesehen, Mr. Murdoch, wie er halt im Meer verschwand und halt, ich sag jetzt mal, gestorben ist. An dem eiskalten Wasser ist ja klar. Keine Ahnung, das war genau auf dem Nullpunkt, da überlebst du vielleicht ein paar Minütchen drin, und du hast. Und ich kann euch natürlich nochmal gerne ein Bild vom Schauspieler zeigen. Das ist Evans Seaward. Er hat 1997 den berühmten Titanic-Film als Mr. William Murdoch verkörpert und muss sagen, sieht auch nicht ganz ähnlich in dem Murdoch. Auch wenn der auf dem hier Bild ein bisschen anders aussieht, ist das natürlich nur ein Schauspiel. Und ja, Freunde, seine Leiche wurde auch nie gefunden, was auch eigentlich nicht verwunderlich ist. Und ja. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit meinem ersten Video hier auf diesem Kanal. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, über ein kostenloses Abo. Wir kommen jetzt auf jeden Fall viele, viele Titanic-Projekte auch. Und ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.